wunderschön Sparta. Sparta hat 230.000 Einwohner und ist die Stadt der Rosen. Hier in Sparta befindet sich auch Rosens, kennen wir alle. Und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wie unser heißgeliebtes Rosenwasser hergestellt wird. Weil mich ist einfach mega interessiert, wie am Ende dieses Produkt bei uns im Badezimmer landet. Und das schauen wir uns genau an. Wir sind heute Morgen schon relativ früh wach gewesen und sind dann an die Felder gefahren. Zweimal geerntet, weil sobald du dann einmal das alles durchgepflückt hast und dich einmal umdrehst, dann ist schon wieder, die Knospen sind dann von einer anderen Rose dann schon wieder aufgegangen und dann darf das Ganze nochmal gepflückt werden. Und wie gesagt, jeden Tag wird dann neu gepflückt und daraus, aus diesen Rosen, aus den Sparta-Rosen, wird dann am Ende unser Rosenwasser gewonnen. Wie das Ganze passiert, das zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr die ganz großen Behälter, wo dann jeden Tag die frisch gepflückten Rosen eingefüllt werden und mit Wasser zusammentreffen und dann einmal aufgekocht werden. Nachdem diese Rosen dann richtig schön aufgekocht sind, wird da kaltes Wasser hinzugegeben und das Öl bildet sich, das sogenannte Rosenöl. Rosenwasser entsteht eigentlich bei der Gewinnung von Rosenöl, ist sozusagen ein Nebenprodukt. Erste Premium-Destillation wird direkt verpackt und nach Deutschland geliefert. Also das Rosenwasser besteht natürlich nicht nur aus Wasser, sondern dort ist auch etwas Rosenöl enthalten. Und die Premium-Qualität, die wird dann verpackt und nach Deutschland versendet und ist wirklich reich an Inhaltsstoffen, an Antioxidantien. Das Rosenwasser hilft super gegen Pickel, ist antibakteriell. Gleicht natürlich die Feuchtigkeit der Haut aus. Ihr könnt es übrigens nicht nur für die Haut benutzen, sondern auch für die Haare. Und natürlich, probiert es mal aus, ein paar Tröpfchen Rosenwasser in euer Kaffee. Hier blende ich euch noch mal ein paar Sachen ein, die ich so in Sparta gesehen und erlebt habe. Ich hoffe, ihr habt jetzt einige Eindrücke davon bekommen, wie das ganze Rosenwasser hergestellt wird. Ich habe natürlich noch was für euch und zwar dürft ihr handsignierte Rosens Rosenwasser gewinnen. Dafür solltet ihr Rosens Deutschland auf Instagram folgen und uns ein nettes Kommentar hinterlassen, warum gerade ihr gewinnen solltet. Und ja, ich war richtig stolz, das hat mich richtig froh gemacht zu sehen, wie das alles eingepackt wird. Und natürlich mit meinem Namen drauf ist natürlich noch was ganz anderes. Ja, dann wird es natürlich alles wieder eingepackt und sorgfältig umschlossen, verpackt, etikettiert natürlich. Und dann kommt das Ganze palettenweise. Jeden Tag werden übrigens 10.000 Flaschen Rosenwasser hergestellt. Dann nach Deutschland verschifft. Die 1A Premium-Qualität wird natürlich auch jeden Tag kontrolliert. Der Gehalt der Rosen wird kontrolliert, wie viel Rosenöl es abgibt.
Dann werden hier auch natürlich mikrobiologische Tests durchgeführt. Und zwar wird in diesen runden Behältern natürlich ein bisschen Rosenwasser zugegeben. Und damit man gucken kann, ob Bakterien nachher entstehen. Und hier wird einfach kontrolliert, ob sich das Produkt selber schützen kann und ob gut genug gekocht wird. Und wie lange gekocht werden muss, das wird halt jeden Tag kontrolliert. Und wenn natürlich nicht diesen Standards entspricht, wird das Ganze natürlich auch nicht freigegeben, deshalb Premium-Qualität. So, Rosens stellt natürlich nicht nur Rosenwasser her, und zwar auch meine heißgeliebte Creme. Dann gibt es hier übrigens in der Türkei, nicht überall, aber in Isparta ganz besonders, gibt es natürlich die Rosens Leben. Das heißt, ihr könnt in einen Laden rein und direkt shoppen gehen. Wo bekomme ich Rosens her? Das ist natürlich auch eine Frage von euch. Rosens bekommt ihr in Deutschland auf Douglas, Rossmann, DM, Flaconi und Rossmann bekommt ihr das online. Und jetzt ganz neu, in Österreich in den DMs gibt es jetzt das Rosens auch. Für 300 ml könnt ihr in den Stores shoppen und Ende Mai kommt auch die Spray-Version in DM Österreich dazu. Achso, übrigens in der Schweiz gibt es Rosens auf www.impo.ch. Dort könnt ihr Rosens erwerben und wer das einmal getestet hat, der wird es lieben. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch natürlich gefallen. Schreibt mir gerne, ob ihr das schon probiert habt. Wie fandet ihr das Video? Es hat mir eine Menge Spaß gemacht und herzlichen Dank nochmal dafür. Falls ihr meine letzten Videos natürlich noch nicht gesehen habt, dann dürft ihr diese gerne natürlich anklicken. Hier dürft ihr mich abonnieren, Glocke natürlich nicht vergessen und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. We'll be right back.